Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. Was soll das? Okay. Warum? Warum? Hallo? Hi. Der Schrank steht hier auch überhaupt gar nicht. Merkwürdig. Das verstehe ich jetzt nicht. Sind wir vielleicht jetzt in der Zeit hier, wo Leon und er entführt wurden? Ich weiß nicht, war Leon auch mit dabei? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Aber das wäre jetzt eigentlich der einzig logische Schlussfolgerung. Das trifft es ganz gut. Puh. Okay, also müssen wir jetzt quasi einfach den ganzen Weg wieder zurück, oder nicht? Also so sehe ich das jetzt. Wir können ja nochmal auf die Karte gucken. Aber, diesen Weg habe ich jetzt nicht gesehen. Der führt wahrscheinlich auch woanders lang. Ja, genau, das ist der andere Weg. WTF, wo ist das denn? Soll das mal einer verstehen? Da vorne spawnen auch schon die ersten Dudes. Also sind wir hier wohl richtig? Zünd das mal an. So. Nerv mich nicht. So. Wie die einfach immer in ihr drin aufstehen, das klingt so falsch. Es klingt so falsch, aber naja. Hi. Die sind alle nicht so die smartesten, glaube ich. Bitteschön. Surprise. Nein. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. So. Gut, das haben wir doch sehr elegant gelöst. Das sind halt so Dinge, die kann man mit Ada machen, aber mit Leon halt eben nicht. Du Miststück. Dafür wirst du jetzt abgestochen. So. Und jetzt heilen wir uns mal. Ich weiß nicht, bringt das goldene Ei so viel? Ja, jetzt sind wir wieder komplett geheilt. Okay. Da liegt Munition. Ja.
Das ist jetzt blöd gelaufen an dieser Stelle. Hier liegt auch was rum. Was ist denn hier los? Wieso liegt hier denn plötzlich überall was rum? Hier ist nichts. Der Menschenberg ist auch noch da. Da liegt auch nichts. Wir gehen noch einmal kurz in die andere Scheune. Da liegt noch ein Ei. Wir rennen noch einmal kurz hier durch. Aber nö, hier ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal zurück. So ein bisschen ist sie auch schon außer Puste. So, Wiedersehen. Wiedersehen. Ach komm, wir rennen erstmal. Als ob die sich hier immer wieder in ihrem Kack-Drecksdorf treffen. Ja, das sind jetzt noch nicht so sonderlich viele. So, wir rennen erstmal weiter. Ich will die eigentlich ganz gern so als Menschentraube hinter mir her haben, ehrlich gesagt. Das finde ich ganz praktisch. Aber so wirklich als eine Menschentraube, das wäre praktisch. Kommt mal alle her. So, euer Geld nehme ich natürlich wie immer gerne mit. Jetzt machen wir hier wieder so eine kleine Runde. Hallo? Mm-mm. So. Double Kill hier. Ach komm, die kann ich dann auch mit der Pistole erledigen. Wiedersehen. Okay, sie ist schon tot. Gut. Wir schauen einmal kurz auf die Map, als ob ich jetzt geradeaus weiter soll. So, nein, so, Karte. Es sieht so aus, ne? Ja, Tatsache. Okay, dann verlassen wir das Dorf mal auf diesem Wege. Das hier ist doch der richtige, oder? Es gab ja noch den anderen Weg durchs Haus. Ist das der richtige? Nein, das ist natürlich der falsche. Wir sollen den durchs Haus nehmen, okay. Okay, okay, okay. I got it. Komm, hier. Viel Spaß. Tschüss. Ich muss hier einmal kurz dran vorbei. So, einmal umdrehen hier. Tschüss. Ach man, die hätte ich alle so richtig schön umnieten können. So. Okay, sie ist schon tot. Nein, ich hätte dich gerade fast umgenietet. Unhöfliches Pack hier. Tschüss. Wir sollten eventuell... Okay. Ciao. Reicht es jetzt? Ja, er ist tot. Perfekt. So. Das sieht aus wie Leons Jacke. Warum trägt er sie? Okay, dann haben die ihn wohl wahrscheinlich doch damit entführt, als wir da waren. Okay. Wahrscheinlich gehen wir jetzt zurück zum Haus und da ist dann diese Situation, wo wir... Genau. Okay. Ja, das ist genau das, was ich mir gedacht hatte.
Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la rata. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Okay, krass, dass er sie mal bekommen hat. Das war aber unhöflich. Hier wurden wir also hingebracht. Hier ist es aber strange. Oh oh. Das war aber auch unhöflich. Wir sollten uns mal ganz schnell komplett heilen. So. Tschüss. Hier wurden wir hingebracht. WTF. Und auch dieses Mal schwebt der Stein. Aber das war echt eine knappe Kiste, meine liebe Ada. Wir sind ja jetzt schon kurz vorm Schloss quasi. Oh oh. Au. Miststück. Das sollte erstmal ausreichen. Das war, das kam auch so unerwartet. Ich habe wirklich so auf die Maus draufgeschlagen, damit das noch was geworden ist. Nein. Mm-mm. Wie die immer noch kurz davor so aufstehen, bevor die explodieren. Strange Leute. Okay. Obwohl ich habe das gerade verwechselt. Wir sind kurz vor der Burg. Ich habe nur einfach trotzdem die Plätze verwechselt. Ich dachte gerade, wir wären wo komplett anders. Der Typ ist dieses Mal nicht hier. Ich weiß es nicht, soll ich da hin? Was sagt denn jetzt die Karte? Ist das der Plan? Nein. Wohl eher nicht. Und die Tür ist wohl auch angeblich zu. Stimmt das? Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Wir können ja mal kurz speichern. So.
Mensch, die gute Ada. Ja, ja, ich habe vergessen zu bestätigen. So. Gut. Hi. Aber das war echt strange. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ada bekommen. Aber vor so Betäubungsteilen ist man halt nie sicher, ne? Muss man ja leider sagen. So. Da ist schon das Schloss. Okay. Hi. Oh. Eisenschlüssel. Ist mein Ziel denn jetzt, darunter zu gehen, als ob? Aber warum? Ich kenne hier leider halt auch nicht mehr alles, aber... ja, also ich kenne das halt, also dieses Spiel hier halt auch schon. Ich habe das, glaube ich, sogar öfter gespielt als das normale Spiel. Trotzdem ist das Ganze hier auch schon wieder eine Weile her. Deshalb muss ich immer so ein bisschen nachdenken, wie nochmal alles war. Okay. Oh, davon haben wir noch ein paar mehr. Die hätte ich auch alle auf einmal verkaufen können. 88.000. Ja, wir kaufen jetzt erstmal hier den größeren Koffer. Sturmgewehr. Ja, das würde ich dieses Mal auch kaufen. Ehrlich gesagt. Wieso kriege ich es gerade nicht gekauft? Beziehungsweise, wieso kann ich hier nicht kurz einfach ein paar Sachen ändern? Ah, hier, der Koffer, den sieht man nicht. Okay. Okay, I got it. So, so. Wie viel Munition wir dafür haben, das ist ja echt brutal. Eigentlich hätte ich das Ganze anders machen sollen. So, so, so und so. Und jetzt können wir hier den hier machen. Und die jetzt alle hier rüber. Dann sollte da genug Platz sein, um dieses Gewehr-Dingens dahin zu packen. So. Kann ich das hier? Nee. Okay. Ich schau. Nee, wir lassen das erstmal. Ich will das erstmal ausprobieren. Hier. Ah ja, wir haben den Schlüssel. Schön. Nein, ich wollte hier hin und einmal nachladen. Wir haben so viel Munition und das meiste davon ist einfach ungenutzt. So, und zurück zur Pistole. Wahrscheinlich mache ich mir das Leben gerade einfach nur unnötig schwer. Und wahrscheinlich kommen wir hier gerade nicht rüber. Kann das sein? Hier liegt auf jeden Fall Munition. Ja, das Ding ist halt wo komplett anders halt. Es macht keinen Sinn, in den Aufzug zu gehen, wenn er ohnehin nicht fährt. Da hast du ausnahmsweise mal recht, ja. Tatsache. Gut, wir haben jetzt den Kackschlüssel, dann gehen wir jetzt mal dahin. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen soll. Die wollten die gute Ada opfern. Ich glaube es nicht. Unhöfliches Pack. Wir speichern nochmal. Ich würde aber auch sagen, wir setzen an der Stelle dann auch langsam mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und was uns dann hinter diesem Tor erwartet, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin.